Ja, das ist so eine Anekdote. Ja, normalerweise bist ja du der eher Der so ein bisschen. Konditionswunder auf jeden Fall. Ja, und auch, naja, du bist ja eigentlich eher der selber da so rumblockt, sag ich mal. Genau, aber vom Bachelor zurück in die Wimmignale. Jetzt Kasse ermahnt vom Schiri. Eigentlich ungewöhnlich. Wir haben es ja hier schon ein paar Mal gesehen. Das ist eigentlich der Heimschiedsrichter Kleier. Darf natürlich nicht Partei scheinen, aber gerade die Spieler vom TTC haben da Probleme in Aufschlägen. Auch Aruna schon gehabt. Das war super abgestochen hier von Götze und Katzmann. Zieht immer noch mit der Vorhand diesen Ball auf den Tisch, ganz schwer. Guckt jetzt mal von Gasser, dass er mal parallel mit der Vorhand durchzieht. Er versucht die Rückhand einzusetzen, über den Tisch geht fehl. Sehr aggressiv jetzt in der Annahme, dass er schiebt schon mit sehr viel Tempo da Katzmann an, der dann wenig Zeit hat beim Topspin. Guter Aufschlag eben mit Kick. Ich kann jetzt bei Kasseur aber auch nichts Falsches sehen. Vielleicht, dass er den Arm nicht gleich wegzieht. Ja, da frage ich mich aber auch, ob der Schiri da richtig postiert ist, um das festzustellen. Das müsste eigentlich der Kollege. Ist natürlich immer schwierig. Also Ja. für den Spieler, jeder, der Tischtennis spielt, weiß, dass wenn du Aufschläge abgezählt bekommst oder ein Schiedsrichter was moniert, dann das ist natürlich dann von der Psyche her auch schwer, weil du dich dann ja veränderst im Aufschlagsverhalten. Aber Katzmann hat wahnsinnig große Probleme hier. Beim Im ersten Aufschlag. Satz, bei dem Return, ja. Auch wieder gut reagiert, hat schon das zweite Mal so einen Ball gespielt mit toller Reaktion. War auch nicht einfach eben. Fantastischer Ball hier. Ja, Katzmann kann den Ball nur mit Vielspin reinspielen und ja, was soll man da sagen? Aber so mit der Kasse, Rückhand gegenzuziehen, das ist genau, schon. Kasse übernimmt den Ball mit der Ja. Rückhand, auch genau im richtigen Winkel, nimmt den Spin mit. Interessant, dass Casseur hier gegen Linkshänder ja konsequent von der Rückhandseite aufschlägt mit der Vorhand. Das macht er gegen Rechtshänder sehr häufig, dass er von der Vorhandseite aufschlägt. Ein hoher Ballwurf. Starker Ball wieder. Auch der Aufschlag super. Also war ohne. Und ganz schwer zu lesen für Katzmann. Auch diesen ja, Seitschnitt-Kickaufschlag hat er klasse reingebracht, Kasseur. Keine Probleme gehabt. Der Kasseur gefällt mir sehr gut im ersten Satz. Vor allem das Rückschlagspiel. Exzellent. Dann immer mal hier so ein Riesen. Ah, sticht wieder ab. Richtig Ah, der schöner, ist schwer dann, der Ball. richtig Da ist so viel starker, Seitschnitt drin. richtig starker Ball von Kassa. Holt sich hier den ersten Satz verdient. Klasse Partie hier. Der Rückhand, wenn er dann drüber gegangen ist. Viele Fehler gemacht.
Aber Garcelle ist natürlich auch ein Spieler. Volles Risiko und wir schauen mal, wie es weitergeht. Ach, den holt er auch noch. Wahnsinn. Das ist ja beide hier mit tollen, ja, tollen Reaktionen. Also diesen Ball zu holen von Kratzmann. Ja, wir sehen es an der Zeitlupe jetzt hier. Oh, wie hat er denn bitte... Ah, jetzt mal eine andere Variante. Jetzt den Schnitt doch unterschätzt, den da Kassel reingegeben hat. Kein guter Topspin von Katzmann. Feuert sich jetzt mal an, der junge Russe Katzmann. Jetzt ist mit der Rückhandöffnung durchgekommen. Oh, hat er Glück. Der Aufschlag war völlig misslungen. Der war vollkommen misslungen, das hat man von hier oben gesehen. Auch komplett falsch getroffen, ja, das Ding. Kassel macht den Schläger dann doch nicht zu. Wieder zu, ein schlechter Aufschlag. Ganz starke Kombination hier von Kassel. Langer Aufschlag mit Geschwindigkeit und Katzmann hat dann doch Probleme. Genau, der Aufschlag hat mir schon sehr gut gefallen. Ja. Dass er den Katzmann auch mal überrascht. Ja, wieder so ein langer. Oh. Was soll man dazu sagen? Das war ein richtiger Schmankerl. Ja, und Kassel spielt in einem Rausch. Das ist sensationell. Also, ja. was der für Bälle hier auf den Tisch bringt. Auch das Entscheidende ist das Return-Verhalten. Auch dieser Kickaufschlag eben, der war nicht einfach so kurz zu redonieren. Also, er spielt unglaublich sicher. Auch im Passivspiel. Also, bisher eine überragende Leistung von Kassel. Ja, bei Katzmann läuft nicht viel zusammen. Der, ja, der sieht halt auch, dass Kassel überragend spielt. Genau, und das merkst du als Gegner. Ja. Da steht einer dir gegenüber, der macht gar keinen Fehler. Hat null Probleme mit einem Aufschlag. Spielt unglaublich harte Bälle, Vor- und Rückhand. Und ja, wie im Rausch eigentlich. Ja, jetzt mal der Flip von Kratzmann bei 2-10, zum 3-10, aber immer noch 7 Satzbälle. Ja, da kann er sich mal erlauben bei dem Spielstand, aber wie gesagt, Rückschlagspiel fantastisch von Kassel bisher. Ja, muss er aufpassen, Kassel, weil er zeigt da an Netz, aber Schiedsrichter... Zählt ja. Wenn du wollt, dann lässt mal einfach laufen, gell? Bin gespannt, ob hier. Dass er auch im dritten Satz jetzt so dominant spielt. Das kennen wir von ihm, immer diese Netzaufschläge, manchmal in der Serie.
Ja, den ersten konnte noch blocken. Weißt du? Der zweite war dann super platziert von Katzmann zum 1-1. Ja, feuert sich an, Katzmann. Will dranbleiben, sagt sich, der wird ja irgendwann mal nachlassen. Und dann will ich da sein. Jetzt kleine Führung für Katzmann. Ja, das erste Mal so. Dass er überhaupt führt. Guter Aufschlag. Für Katzmann nicht zu erkennen, dass hier dieser lange parallele Aufschlag kommt. Ja, viel zu viel Risiko von Katzmann. Ja, sehr, sehr ambitionierter Schlag, den mit der Rückhand so zu übernehmen. Sehr, sehr, sehr schwierig. Ja, Katzmann die Führung jetzt, weil Kassel jetzt auch im dritten Satz Annahmefehler macht. Und das einige. Ja. Und macht es dem Russen so leicht. Genau, da musste eigentlich gar nicht viel machen. Ins Spiel zu kommen und hier die Führung zu erzielen. Also, da habe ich noch gelobt, die ersten zwei Sätze. Aber jetzt im dritten Satz hat er dann doch den Anfang ein bisschen verschlafen. Na, jetzt gelingt auch nicht mehr jeder Ball. Ja, man sieht sofort, Katzmann ist da, pusht sich extrem hier. Na gut, die Aufschläge von Katzmann sind schon relativ gut, viele Variationen drin beim Aufschlag. Ja. Und Kasseur ist, zeigt's an. Ich weiß nicht, was los ist. Ich habe doch die ersten zwei Sätze, die Aufschläge gut bekommen. Das sind massiv Probleme. Ich glaube, ja, wieder zu lang. Also Rückschlagspiel im dritten Satz war vollkommen weg bei Kasseur. Und das ist ja so wichtig im Tischtennis, dass du gerade im Rückschlag stark bist, Gegner vor Aufgaben stellst. Und diese direkten, ja, das sind dann im Endeffekt einfache Punkte. Aber Qualität der Aufschläge ist natürlich auch da. Jetzt mal Kickaufschlag parallel. Jetzt zeigt das an, dass ich glaube, muss aufpassen, wenn es hier in den vierten Satz geht. Wenn es im vierten Satz geht, dann gilt es schleunigst in die Form der ersten beiden wieder reinzukommen. Genau. Diesen Rhythmus wieder zu finden. Ja. Noch ist es nicht so weit. Aber vor allem den Aufschlag getrennt. Genau, er darf es, kannst du mal nicht zu leicht machen, wirklich da mit einem direkten Aufschlag zum Punkt zu kommen. Und das mehrfach. Das ist wieder dran. Ich bin gespannt jetzt, wenn Kassel den Punkt jetzt zum 8-9 macht, ob dann Masu noch dann Timeout nimmt. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, diesmal lässt er sich nicht überraschen. War ein bisschen eben, ja, zu offensichtlich. Dass dann lange kommt. Ja, ja, das hat Katzmann sofort. Könnte man gut sehen, wie er den Schläger hochnimmt und dann schon zur Rückhand bereit ist. Ja, wieder dieser Flip-Fehler. Also, der Satz hat mir... So, vierter Satz. Katzmann wird probieren, jetzt wieder sehr variantenreich aufzuschlagen. Das hat er im dritten Satz auch gemacht. Viel mit Schnittwechsel. Dass er den holt. Wahnsinn. Also richtig, richtig starker Beginn hier.
Rückhandübernahme war sensationell. Jetzt genau richtig den Aufschlag antizipiert. Kommt lang. Mit Überschnitt und. Ganz starke Bälle hier von Kassar. Kassar über, geht ja drüber. 2-0. Der Fuldaer ist wieder in die Spur gekommen, das merkt man. Aufschlag zu lang. Oh, leichter jetzt von Katzmann. Der tut weh. Ja, hat er einen anderen Aufschlag mal versucht, Katzmann, aber war nicht mega so schön. Mega Lauf. Jetzt kommt erst Timeout. Überrascht mich. Ich habe eigentlich damit sehr gerechnet. Spät. Bei 0-3 habe ich mit schon gerechnet. Jetzt bei 0-5, eigener Aufschlag. Sehr, sehr spät. Weiß auch nicht, vielleicht ist Masunov eingefallen, dass er was vergessen hat. Weil er das Timer noch nehmen kann. Ja, aber wenn Kassel in diesem Modus ist, da ist es sehr, sehr schwer, gegen ihn zu spielen, glaube ich. Oder, Arno? Wenn ja, er da also wirklich, wie er jetzt ja natürlich wieder im vierten Satz vorlegt. Das, so war es die ersten zwei Sätze. Und dann ist für Katzmann eigentlich unmöglich, hier dieses Spiel zu gewinnen, wenn Kassel dieses Niveau hält. Weil er ist der bessere Spieler, man sieht es ja. Die Qualität der Bälle. Die Qualität ist einfach viel besser. Und auch die Geschwindigkeit, genau. Die Geschwindigkeit am Tisch. Also das ist. Das spricht eine deutliche Sprache. Ich behaupte mal, Kassel kann sich eigentlich nur selber schlagen in so einem Spiel. Ja. Indem er unkonzentriert wird und dann halt. Ja. Dein Spielrhythmus verliert, aber wie gesagt, jetzt im vierten Satz sehr gute Bälle gespielt und Wahnsinn. Mit der Rückhand die Rückhand übernimmt ja am Tisch und ja, Katzmann resigniert halb. Hat jetzt auch wieder den Rhythmus gefunden bei der Aufschlagannahme, sehr aggressiv und nicht mehr diese Fehler wie im dritten. ...7-0. Ja. Ja, es geht doch nichts mehr bei Katzmann. Klar, wenn du 2-1 und dann 0-8 hinten liegst, 0-7, dann ist schwer. Und da noch dran zu bleiben. Ich glaube, er hat jetzt schon das Spiel hier innerlich abgehakt. Ganz starker Rückschlag auch wieder jetzt. Ja, genau. Rückschlag wieder diesen Satz, fantastisch. Und 9-0, ich glaube, da brennt hier nichts mehr an. Wieder ein klasse Rückschlag. Jetzt bin ich gespannt, ob das ihm den Punkt schenkt. Ja, aber ob er jetzt einen Fehlaufschlag macht. Aber muss man ja nicht. Ja, spielt durch, genau. Ja. So ist auch richtig, finde ich. Zehn Matchbälle hat er gehabt am Stück. Jetzt sind es noch 9. Und da ist er. Ja, Bombenspiel hier vom jungen Franzosen. Kassel zeigt sich in blendender Verfassung und erhöht auf 2-0.